Wie du Kunden für dein Hochpreisangebot gewinnst. Viele Unternehmer leiden unter zu wenig Umsatz und zu viel Arbeit. Aber das muss nicht sein. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Kunden findest, die dir hohe Preise zahlen wollen, weil sie deine Premiumleistung lieben. Bleib dran bis zum Schluss, damit du nichts verpasst. Wie du Angebote für deinen Traumkunden erstellst. Ich habe mal niedrigpreisige Dienstleistungen verkauft, weil ich mir gedacht habe, ich will möglichst viele Kunden dafür gewinnen und dann ist es leichter, niedrigere Preise zu verlangen. Aber das ist ein Irrglaube, denn die Kunden, die ich dann bekommen habe, die waren auch genau mit dieser Vorstellung unterwegs. Ich zahle nicht viel für das, was ich da haben möchte. Und dann bekommen sie natürlich auch nicht viel. Jedenfalls hatten sie dann in ihrer Vorstellung, sie fordern noch mehr und noch mehr. Und das ist mir dann entgegengekommen. Die Kunden, die ich dann bekommen habe, die haben immer noch mehr gefordert. Die waren nie zufrieden. Ich habe nie den Dank bekommen, den ich mir vielleicht gewünscht hätte. Eigentlich nur unzufriedene Kunden. Und das Verrückte war, sobald ich meine Preise angehoben habe und mehr Geld verlangen habe, dann waren die Kunden zufrieden. Dann haben sie auch nicht endlos viel gefordert, sondern sie wollten genau das bekommen, was ich ihnen da angeboten habe. Und dann waren sie zufrieden und haben sich großartig dafür bedankt. Deshalb ist es einfach so viel besser, hochpreisige Angebote zu erstellen und sie auch wirklich dann die Kunden abzulehnen, wenn sie das nicht kaufen möchten. Es gibt immer Menschen, die wollen Dinge sehr billig, sehr günstig kaufen. Und es gibt aber auch Menschen, die sind bereit, mehr dafür zu zahlen. Natürlich wollen sie dann auch die entsprechende Leistung. Wichtig ist, dass ich als Anbieter oder als Verkäufer einfach dazustehen muss. Dass ich sage, das ist das richtige Angebot für dich. Und ich bringe dir auch genau die Leistung, die da drinnen angeboten wird. Also, was kauft dein Traumkunde schon, ist aber unzufrieden damit? Wenn du dir diese Frage stellst, dann wirst du herausfinden, was du ihm anbieten kannst zu einem höheren Preis. Er kauft ja eh schon, aber er ist unzufrieden damit. Also, dann liefer ihm die Leistung, damit er richtig zufrieden wird und verlang deinen Preis dafür, der dann höher ist. Deshalb machen hochpreisige Kunden da einfach viel mehr Sinn. Wie du deinen Traumkunden anziehst. Ich habe am Anfang mit Kunden kostenlos gearbeitet. Ich habe ihnen meine Hilfe angeboten und habe dann 1:1 mit ihnen kostenlos gearbeitet. Wichtig ist natürlich dann auch Kunden zu finden, die genau das auch wollen, was ich anbiete und die das auch wertschätzen. Und wenn ich da gute Leistung liefere, dann sind die Leute begeistert. Und ich kann direkt bei der 1:1 Arbeit auch mit den Kunden Fragen stellen, sodass ich dann höre, ob sie damit zufrieden sind oder ob sie irgendwas nicht verstanden haben, was ich vielleicht dann nochmal anders formulieren muss. Und diese 1:1 Arbeit, die macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich dabei so viel lernen kann. Ich lerne, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn ich die Fragen richtig gestellt habe, dann lerne ich auch noch zuzuhören und darauf zu hören, was mein Kunde erlebt, wie er in seiner Welt das empfindet, was er da von mir bekommt. Und das ist so gut, weil da kann ich so viel lernen und kann immer wieder direkt drauf zugehen und mich drauf einstellen, auf das, was meine Kunden brauchen und kann dann auch wirklich die Dienstleistung so liefern, wie sie meine Kunden haben wollen. Ja, und am Ende habe ich einen begeisterten Kunden gewonnen. Klar habe ich jetzt noch nichts verdient, aber der Vorteil ist, ich kann jetzt diesen Kunden auch als Referenz verwenden. Ich kann jetzt da ein Interview aufnehmen und kann daraus eine Fallstudie machen und diese Fallstudie, die ist dann Gold wert. Das ist dann das Sprungbrett, um weiterzukommen. Denn was ich jetzt machen kann, ist, ich kann neue Interessenten auf diese Fallstudie, ihnen diese Fallstudie geben und sage, schau dir das mal an. Wenn du mehr haben willst von mir, dann melde dich bei mir. Und diese Fallstudie verkauft, die wird mein Verkäufer. Und dann ist es wirklich einfach, Kunden zu bekommen. Das ist fast wie eine Weiterempfehlung. Jemand anderes spricht über mich, über das, wie er mich erlebt hat, und empfiehlt mich dadurch weiter. Eine Weiterempfehlung ist der beste Verkäufer-Traffic. Und so bekommst du, so schaffst es auch, deine Traumkunden anzuziehen. Jetzt kannst du mir helfen, meinen Kanal weiter wachsen zu lassen, damit noch mehr Unternehmer wissen, wie sie Kunden für ihr Hochpreisangebot gewinnen können. Klicke dazu auf Gefällt mir und abonniere den Kanal. Weißt du schon, wie dein Traumkunde aussieht? Schreib es in die Kommentare, ich werde jeden Kommentar beantworten. Warum du Verkauf und Marketing trennen musst? Mein Coach hat mal gesagt, das Marketing aus der Hand zu geben ist wie das eigene Sexleben aus der Hand zu geben. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss mich da um mich selber kümmern. Ich muss mich selber einsetzen für mein Marketing. Ich muss mich selber zeigen. Marketing ist Content erzeugen im Internet. Ich muss einfach
zeigen, was ich kann, wie ich meinen Zuhörern helfen kann, ich muss ihnen wertvolle Informationen geben. Das ist Marketing. Und Marketing solltest du nie aus der Hand geben, im Gegensatz zu Verkauf. Verkauf kannst du aus der Hand geben. Und das hängt auch damit zusammen, weil ich ja nicht endlos in meiner Firma arbeiten will. Ich will mich ja nicht aufarbeiten und nur noch meine Zeit im Unternehmen sein, sodass ich am Ende noch meine Zeit, mich verliere im Unternehmen. Das will ich ja nicht sein. Ich will frei sein. Und da ist eben das gut, den Verkauf entweder zu automatisieren oder an jemand anders weiterzugeben. Und der lässt sich wirklich in großen Teilen automatisieren. Und bei Marketing ist das ganz anders. Bei Marketing geht es darum, Aufmerksamkeit zu gewinnen, damit eben meine Traumkunden auf mich aufmerksam werden und dann Vertrauen fassen und letztendlich dann auch zu mir kommen und ich mit ihnen zusammenarbeiten kann. Wenn ich das Marketing persönlich mache, dann ist das viel effizienter, weil Menschen von Menschen kaufen. Und das Marketing ist dann eben kommt von mir, von einem Menschen, und andere Menschen lernen mich kennen, lernen Vertrauen in mich. Und das ist genau der Grund, warum das Marketing immer bei mir bleiben soll. Da gibt es Beispiele dazu. Vielleicht kennst du den Klaus Hipp, der hat Babynahrung verkauft. Der ist sehr bekannt. Er ist als Person im Fernsehen damals aufgetreten und hat das Marketing gemacht für seine Firma. Oder heute modern vielleicht der Elon Musk und seine Elektroautofirma Tesla. Er steht als Person hinter Tesla. Sonst ist mir jedenfalls keiner bekannt, der bei Tesla irgendwas zu tun hat oder zu sagen hat, obwohl da wahrscheinlich viele Leute arbeiten. Aber die Person, Elon Musk, ist diejenige, die das Marketing macht. Zum Beispiel, wer ist es denn bei BMW oder bei Mercedes oder bei VW? Kennt fast keiner von uns die Leute, die dahinter stehen, sondern das sind dann Marken. Aber die Person, die hat viel mehr Kraft als eine Marke und sie ist vor allen Dingen auch viel leichter aufzubauen. Und das ist der große Vorteil, den wir haben als kleine Unternehmer. Wenn wir unser Marketing nach außen tragen, dann ist das unsere Macht gegenüber großen Marken, weil wir selber die Marke sind. Und die ist immer viel authentischer und schafft viel schneller Vertrauen als eine unpersönliche Marke. Jetzt weißt du, warum du Verkauf und Marketing trennen musst. Wenn du dir dein eigenes Online-Business aufbauen willst, dann schau dir meinen Kurs an, mit dem du dein Ziel schneller und einfacher erreichst. Gehe dazu auf petermartini.de/online-business-erfolgssystem. Dort erhältst du alle Infos zum Kurs. Ich zeige dir, wie du deinen Online-Kurs erstellst und verkaufst auf dem kürzesten und sichersten Weg.